Heute möchte ich dir einen Lampenschirm zeigen, auch aus Pulp, aber nicht die herkömmlichen Lampenschirme, die man aus Pulp herstellen kann, die man ein bisschen überall sieht, sondern ein bisschen modern, abstrakt, speziell. Und zwar sieht er so aus. Und wie das geht, das zeige ich dir. Das gibt es natürlich, kann man in verschiedenen Formen machen. Da habe ich sowas hier. Oder dann das hier, das ist etwas Kleineres, den habe ich jetzt noch nicht bemalt. Und da kann man seiner Fantasie freien Lauf lassen. Aber ich zeige dir jetzt, wie der Aufbau geht von diesem Lampenschirm. Und dann kann man wirklich alle Variationen selber kreieren. Und zwar brauchst du einen Draht. Das ist jetzt ein bisschen ein leicht dickerer Draht. Dann natürlich eine Drahtzange, Tape, ein Spachtel, ein Metallspachtel und Pulp. Hier habe ich noch so ein bisschen Restpulp und den verwende ich immer sehr gern für solche Arbeiten, wo ich nicht so viel davon benötige. Also, da würde ich sagen, wir starten und ich zeige dir, wie das geht. Thank you.
Für den Lampenschirm habe ich hier schon die angemachte Pulp. Und gerade bei solchen Sachen wie jetzt der Lampenschirm, wo man so um den Draht herum arbeiten muss, bietet sich an, etwas Sand beizufügen. Das ist jetzt Sand, den ich bei uns am Fluss gesammelt habe. Du kannst auch Vogelsand nehmen. Der ist jetzt sehr, sehr fein. Und das gebe ich jetzt hier zu der Pulp. Wenn dein Lampenschirm dann fertig ist, dann brauchst du so ein Kabel mit der Fassung, mit einer Glühbirne. Das findet man ja in der Regel überall oder du hast noch was Altes zu Hause. Und dann kommt das oben hier durch. So. Und dann hält das hier schön. Und dann kannst du das aufhängen und dann hast du einen modernen Lampenschirm. So sieht das dann aus. Und ich finde das wirklich eine witzige Idee. Eine tolle Sache. Ich hoffe, das war für dich eine kleine Inspiration. Ich werde sicher noch mehr Sachen zeigen, auch wie gesagt bezüglich was Lampenschirme angehen, wo auch ein bisschen einfacher sind. Vielleicht ist es jetzt gerade ein bisschen etwas ein schwieriger Einstieg, aber ich wollte dir das einfach unbedingt zeigen.
Neugen. Ich würde sagen, das war's für heute. Wir sehen uns nächsten Sonntag wieder. Ich wünsche dir eine gute Zeit. Habt's gut. Tschüss zusammen.